Ja, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man eine gewöhnliche Differentialgleichung numerisch lösen kann. Und dazu wollen wir uns zunächst mal ganz kurz nochmal anschauen, was war nochmal eine gewöhnliche Differentialgleichung? Eine Differentialgleichung in Normalform, so wie wir sie immer betrachten, ist von der Form y' von t gleich f von t und y von t. Das heißt, wir suchen eine Funktion y, die eine gewisse Gleichung erfüllt, nämlich gerade diese hier y' von t gleich f von t und y von t. Lösung einer Differentialgleichung ist also immer eine Funktion. Und damit haben wir natürlich, wenn wir das Ganze auf dem Rechner machen wollen, wirklich ein Problem. Denn im Allgemeinen können wir, ein Rechner kann Zahlen ausrechnen, aber er kann normalerweise nicht vernünftig symbolisch rechnen. Jetzt gibt es natürlich symbolische Rechner und dann könnte man sagen, ja, dann nehmen wir halt die. Das Problem bei Differentialgleichungen und selbst bei gewöhnlichen Differentialgleichungen ist, dass sie sich nur in absoluten Spezialfällen wirklich ausrechnen lassen, also dass man wirklich analytisch Lösungen dafür angeben kann. Und in allen vernünftigen Fällen geht das im Allgemeinen nicht. Und deshalb ist man darauf angewiesen, numerische Lösungen, numerische Approximationen an die Lösung anzugeben. Das heißt, was wir wollen, ist, wir wollen nicht mehr die Differentialgleichung als solche explizit lösen, sondern wir wollen Funktionen und irgendwas angeben, das auf jeden Fall mal sehr nah dran liegt an der Lösung, die wir nicht vernünftig angeben können. Okay, also hier das Setting ist das folgende. Wir haben die Anfangswertaufgabe y' von t gleich f von t und y von t. Das ist die Differentialgleichung. Und wir kennen den Wert der Funktion y, die wir suchen, an einem Punkt, nämlich am Punkt a. Und da soll sie den Wert y 0 haben. Wir suchen die Funktion, die Lösung dieser Gleichung y auf dem Intervall a bis b. Okay, das ist eine ganz allgemeine Form für eine skalare, also eindimensionale Differentialgleichung. Wir können das auch noch in mehreren Dimensionen tun. Das werden wir gleich machen, um das Beispiel für die Fahrerkabine vernünftig bearbeiten zu können. Aber im Augenblick bleiben wir mal hier bei eindimensionalen Funktionen. Okay, gut. Also zunächst mal dieser Anfang hier vorne, dieses Import NumPy, das habe ich schon mal vorbereitet. Das aktiviert einfach wieder nur einige Python-Teile, nämlich Matrizenrechnung, Mathematik und Plotten, also Zeichnen. Denn genau das wollen wir hier. Okay, dann müssen wir zunächst mal unsere Aufgabe, die wir haben, irgendwie in einen Programmcode übersetzen. Und wir nehmen an, wir machen die Differentialgleichung, wir suchen die Lösung der Differentialgleichung y' von t gleich y von t und mit einer Anfangsbedingung, das habe ich hier jetzt glatt vergessen. Mal gucken, ob ich das mal eben, wir suchen alle die Differentialgleichung, wir setzen a gleich 0, y gleich 1, wir setzen a gleich 0, wir setzen b gleich 1. Und wir setzen y0 gleich 0. Geschrieben. Y0 gleich 0. Und ja, das lassen wir mal eben laufen. Gucken, ob das stimmt. Es wird ein bisschen langsam hier. Ja, da haben wir die 0, habe ich die 0 gerade nochmal vergessen. Das mache ich nochmal eben hier rein. Y0 gleich 0, also die Differentialgleichung. Suche die Lösung von y' von t gleich y von t, y' von t gleich y von t und y von 0 gleich 1. 0 kann natürlich 1 sein. So. Also das ist. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt stimmt. Also wir suchen die Lösung der Differentialgleichung y' von t gleich y von t mit der Anfangsbedingung y von 0 gleich 1. Ja, die sehen sofort, die Lösung der Anfangswertaufgabe ist tatsächlich y von t gleich e hoch t, denn die Ableitung von e hoch t ist e hoch t. Das heißt, die Differentialgleichung ist erfüllt und es gilt offensichtlich y von 0 ist e hoch 0 ist 1. Wunderbar, das funktioniert.
Okay, gut. Das heißt also, ich kann das jetzt in Python umsetzen. Ich definiere mir eine Funktion f auf f von t und y, bei der y rauskommt. Das ist genau das, was wir oben haben. Wir definieren uns schon mal die Lösungsfunktion, damit wir später vergleichen können, wie gut ist unsere ausgerechnete Lösung, wie nah ist sie dran an der tatsächlichen Lösung. Wir wollen unsere Lösung suchen auf dem Intervall 0 bis 1 mit der Anfangsbedingung y von 0 gleich 1. Okay, jetzt haben wir gerade schon gesagt, Python oder sowas kann schlecht mit symbolischen Funktionen umgehen. Wir wollen das Ganze numerisch machen. Was heißt numerisch? Im allerersten Anfang, da habe ich Ihnen schon so ein bisschen gezeigt, was das heißen könnte. Und ich habe hier ein kleines Bild vorbereitet und das will ich einfach mal hier vorne rein. Tatsächlich kann man hier auch sehr schön einfach Bilder anzeigen, wenn es denn langsam mal funktioniert. Ja, es dauert immer ein bisschen. So, und dieses Bild möchte ich anzeigen. Das heißt, ich muss hier oben einmal laufen lassen. Okay, also dieses Bild zeigt uns zunächst mal die Situation, die wir jetzt haben. Wir suchen, vergessen Sie mal im Augenblick diese H's hier vorne, die brauchen wir gleich. Im Augenblick, wir arbeiten auf dem Intervall von A bis B, also hier von 0 bis 1. Wir haben einen Anfangspunkt gegeben für die Kurve, nämlich hier vorne, das ist der Punkt, bei uns der Punkt 0, 1, im Allgemeinen der Punkt A, Y, 0. Ja, und wir suchen jetzt eine Kurve, die einerseits die Differentialgleichung erfüllt und die andererseits durch diesen Punkt hier vorne geht. Ja, irgendwie müssen wir ja jetzt, also wir wissen, unsere Lösung geht durch den Punkt A, Y, 0. Irgendwie müssen wir jetzt erstmal unsere Differentialgleichung ins Spiel bringen. Nun, wenn gilt Y' von t gleich f von t und y von t und an der Stelle t gleich 0 gehen wir durch den Punkt A und Y, 0, dann können wir tatsächlich die Ableitung der Funktion, die wir suchen, die Ableitung der Funktion Y an dieser Stelle hier ausrechnen. Es gilt natürlich, Y' von 0 ist f von 0 und y 0. Okay, das heißt also, wir kennen die Ableitung und geometrisch kennen wir damit auch die Steigung der Tangente. Das heißt also, wir wissen, wie die Kurve in diesem Punkt weitergeht. Und das habe ich hier vorne mal eingezeichnet. Das heißt also, wir wissen einmal, die Kurve geht durch diesen Punkt hier vorne. Ja, wir suchen eine Funktion, die da durchgeht. Und wir wissen, sie geht in diese Richtung hier vorne weiter. Das scheint uns jetzt mal für einen Augenblick noch nicht so wahnsinnig viel zu helfen, aber vielleicht kommen wir mal auf folgende Idee. Wir können ja nicht auf dem gesamten Intervall unsere Funktion direkt angeben, also mit Sicherheit nicht für alle Zahlen. Das heißt also, die Idee wäre, wir geben sie nur für einige Zahlen auf diesem Intervall an. Und da wäre meine erste Idee, naja, also ich teile vielleicht dieses gesamte Intervall hier mal in 5 gleiche Abschnitte. Und im Allgemeinen vielleicht in n gleiche Abschnitte und versuche hier vorne an diesen Stellen, da wo diese kleinen Linien hier vorne sitzen, da versuche ich Näherungen für meine Funktion, die ich suche, auszurechnen. Das heißt, ich versuche die Funktion y anzunähern an diesem Punkt hier, also a plus h, an diesem Punkt a plus 2h, a plus 3h, a plus 4h und a plus 5h und das wäre dann in dem Fall gerade das b. Okay, gut. Wie können wir darauf kommen? Naja, wir wissen ja an diesem Punkt hier vorne, also den Anfangspunkt kennen wir, ja, also y von a ist y0, das ist korrekt. Wir wissen auch, die Kurve geht in diese Richtung hier vorne weiter. Naja, die beste Idee, die ich vielleicht haben könnte, ist, naja, dann verfolge ich doch einfach diese Tangente hier vorne bis zu diesem Punkt. Und an diesem Punkt hier vorne, den Punkt nenne ich y1, ja, den nenne ich a plus a und y1. Und dieses y1 wäre dann sowas wie eine vernünftige Näherung für den Wert meiner Kurve oder den Wert meiner Funktion zu diesem Punkt. Das wird nicht egal, das wird nicht korrekt sein. Ja? Das ist völlig klar, denn die Kurve, die Funktion, die ich suche, die wird nicht gerade so einfach hier vorne hochgehen. Aber was Besseres habe ich in diesem Augenblick nicht. Ich weiß hier vorne, die Funktion geht in diese Richtung weiter. Naja, dann verfolge ich das einfach bis hier oben und akzeptiere diesen Punkt hier vorne als meine erste Näherung und nenne die Höhe dieses Punktes hier vorne y1. Okay, wie könnte ich hier vorne dann zum Punkt y, also diesem Punkt hier vorne kommen? Wie könnte ich davon eine Näherung bekommen? Naja, ich bin ja jetzt hier und ich weiß, wenn das jetzt der richtige Punkt wäre, es ist nicht der richtige Punkt, aber wenn es der richtige Punkt wäre, dann könnte ich auch an dieser Stelle wieder die Ableitung berechnen. Das heißt, ich wüsste wieder, in welche Richtung es weitergeht. Ich könnte
hier vorne weitergehen, hier weitergehen, hier weitergehen, hier weitergehen und immer so weiter. Das wollen wir uns auch nochmal angucken, wie das Ganze dann aussehen würde. Und ich möchte, ja, es dauert hier alles ein bisschen länger, kein Problem. Ich möchte da noch ein zweites Bild dazu machen. So. Mal gucken. Ja. Und auch das lasse ich mal wieder für einen Augenblick laufen. Ja, und da sehen Sie, da habe ich jetzt genau das gemacht, was ich vorhin angekündigt habe. So, ich bin zunächst mal hier vorne an diesem Punkt A und Y 0 losgelaufen. Dann bin ich hier vorne zu einem neuen Punkt gekommen. Ich bin einfach in die Richtung gegangen, die mir meine Ableitung angegeben hat. Ich bin bis hier vorne gelaufen. Jetzt habe ich hier vorne eine neue Näherung, an der kann ich, also eine neue Funktion, einen neuen Punkt AY1, an der kann ich wieder die Ableitung ausrechnen. Ich weiß wieder, in welche Richtung die Tangente geht. Ich verfolge die, komme hier vorne zu diesem Punkt, und zu diesem Punkt. Auf diese Weise habe ich tatsächlich Approximationen, also Annäherungen gefunden für die Werte meiner Funktion an diesen Zwischenpunkten. Ob das tatsächlich funktioniert, ist damit nicht gesagt. Das ist jetzt also im Augenblick nur eine Idee, aber wir können ja einfach mal gucken, numerisch, also jetzt wirklich auf dem Rechner, ob das Ganze wirklich funktioniert. Kleine Nebenbemerkung, das ist tatsächlich auch etwas, was wir mit Schülern machen. Das heißt also, wenn wir Differentialgleichungen herleiten in solchen Schülerveranstaltungen, dann ist das hier etwas, was man ganz einfach auch tatsächlich Schülern klar machen kann, dass das eine vernünftige Idee zunächst mal ist, solche Differentialgleichungen zu lösen. Okay, gut. Das haben wir jetzt. Und jetzt wollen wir das tatsächlich ausprobieren. Zunächst mal, ich möchte mir zunächst mal einen Vektor generieren mit den ganzen x-Koordinaten hier unten. Das heißt also, ich möchte einen Vektor erzeugen, wo die diese t-Koordinaten drinstehen von a bis b, also a plus h, a plus 2h und so weiter. Und dazu hat Python glücklicherweise eine einfache Funktion. Und die heißt Linspace und sagt mir einfach, erzeuge mir n Zahlen, die zwischen a und b liegen. Und ja, wir haben hier mal 4 Zwischenzahlen, also n Zahlen von a bis b, a und b einschließlich. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, a, b, 6 würde uns genau diese Einteilung erzeugen, die wir da oben haben. Ich lasse das mal offen und sage hier, das sind n plus 1 oder nehmen wir hier n Werte und ich setze mal hier das n auf 6. Das sollte uns also genau die Einteilung erzeugen, die wir da oben haben. Und um das zu überprüfen, gebe ich das t mal aus. Ja. Das dauert leider alles ein bisschen länger. Ja, genau. Also wir haben es von 0 bis 1, 0 war 1. Das heißt, wir haben tatsächlich Zahlen von 0 bis 1 mit einem Abstand von 0,2, also 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 und 0,1. Dieses h, das wir da oben haben, das sollte der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zahlen sein. Naja, also wir sehen, dass es h ist gleich b minus a durch, naja, Anzahl der Zahlen minus 1, also n minus 1. Und gucken wir uns auch da an, ob das richtig ist. Und das geben wir aus. Und das wieder laufen. Ja, und das ist 0,2. Das ist genau das, was wir erwartet haben. Okay, und jetzt wollen wir unsere Idee, die wir vorhin hatten, nämlich wir gehen immer von einem zum anderen, das wollen wir jetzt tatsächlich machen. Das heißt, wir brauchen einen Wert, oben haben wir jetzt einen Vektor für die t-Werte, also unten für dieses a plus h und so weiter. Und unten jetzt brauchen wir einen Vektor für die y-Werte. Ja, und ein solcher Vektor aus Nullen, den kann man zum Beispiel erzeugen. Wir wollen einen Vektor der Länge n erzeugen.
der Länge n plus 1. Ja. Also wir wollen die Zahlen von 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 6 Werte. Das heißt also, wir brauchen einen Vektor der Länge 6. Und den erzeuge ich mir jetzt. Okay, zunächst mal, was wissen wir? Wir wissen an der Stelle y, an der Stelle t0, da haben wir den exakten Wert y. Ja, den schreiben wir schon mal rein. Ja, das heißt also y von 0. Ja, und das ist ja hier vorne der erste Wert. Das ist einfach nichts anderes als y0. Mit dem fangen wir an. So, und dann möchten wir über alle diese Punkte, die wir noch nicht berechnet haben, wo noch keine Näherung haben, da wollen wir drüber iterieren. Und ja, ich sag mal, vor i in, naja, das soll also die Werte annehmen von, ich sag mal, hier, wir fangen hier vorne an bis davor, und der soll jeweils den nächsten ausrechnen. Das geht also 0, 1, 2, 3, 4. Also für i in Range von 0 bis. Für i in Range von 0 bis 5. Jetzt gerade 0, 1, 2, 3, 4. Genau, und ich möchte natürlich nicht n5, sondern ich möchte hier direkt n1 haben. So, okay, ich möchte jetzt an jeder Stelle den nächsten y-Wert ausrechnen. Naja, also da rechne ich zunächst mal hier vorne die Ableitung aus. Und das kann ich, weil die Differentialgleichung ist erfüllt. Das heißt also, der Wert der Ableitung ist nichts anderes als das f von t und y von t. F von t von i und y von i. Ja? Okay, das heißt, stellen Sie sich das vor, was haben wir jetzt hier gemacht? Wir sind aktuell am Punkt, ganz am Anfang sind wir an diesem Punkt AY0. Wir berechnen einfach nur die Ableitung f von AY0. Okay, dann müssen wir die Tangente verfolgen, und zwar genau für die Länge h. Das heißt also, y von i plus 1 ist y von i plus h mal die Ableitung. Plus h mal die Ableitung. Ja, das ist genau das, was ich hier vorne gemacht habe. Wenn ich hier vorne losgehe, die Geradengleichung, die Gleichung der Tangente ist dann y0 plus ja, h mal die Steigung dieser Tangente. Die Steigung war gerade ausgerechnet, das ist die Ableitung. Das heißt also, der Wert von y und der vermutete Wert oben. Falsch spielt einfach nichts anderes als y von i plus h mal die Ableitung. Okay, gut. Und wenn wir an diesem Punkt hier vorne angekommen sind, dann machen wir genau dasselbe wie gerade. Wenn wir da angekommen sind, dann berechnen wir hier die Ableitung voll wieder der Tangente und so weiter. Okay, gut. Das sieht vernünftig aus. Und lass uns mal gucken, was da rauskommt. Das y, was daraus kommt, mal ausgeben. Das hier laufen. Okay, also wir bekommen so eine Näherung. Erstmal 1 natürlich, klar, mit der 1 sind wir angefangen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. 1,2, 1,44. Ja, und das ist für mich jetzt sehr schwer zu überblicken, erstmal, ob das richtig ist, beziehungsweise wie das Ganze überhaupt aussieht. Das heißt also, ich würde mir jetzt erstmal das Ganze ausgeben lassen, und zwar in einem vernünftigen Plot. Und in diesem Fall brauche ich nichts anderes zu tun, als ich möchte den Vektor y plotten gegen unsere t-Werte. Also ich möchte y plotten gegen t. Und lass das nochmal laufen. Das habe ich jetzt falsch gemacht, sehe ich gerade. Ja, da sehen Sie, ich brauche natürlich das Untersystem DLT. Habe ich jetzt hier vergessen. Lassen wir es nochmal laufen. Ja, und da sehen wir, naja, das ist so ein bisschen tatsächlich wie so eine Exponentialkurve. Nicht so ganz toll, ja, aber so ein bisschen sieht es zumindest mal aus.
Ich würde vorschlagen, wir vergleichen das mal mit der tatsächlichen Kurve. Und ja, wir machen, ich benutze das jetzt mal nicht von oben, sondern hier ein bisschen einfach. Wir wissen ja, die richtige Kurve ist die Exponentialfunktion. Das heißt, wir plotten mal nicht nur das t, nicht nur unsere Näherung, sondern wir plotten auch mal unsere Exponentialfunktion. Und schauen mal, wie weit die voneinander entfernt sind. Boah, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja? Also wir wissen jetzt erstmal wieder nicht, was was ist. Und deshalb empfiehlt es sich meistens, erstmal so eine kleine Legende anzubringen. Und das wollen wir hier mal tun. Und zwar das erste ist unsere Näherung. Zweite ist unsere korrekte Lösung. Und das lassen wir mal laufen. Ja, und da sehen wir, okay, die Näherung ist ein bisschen zu tief hier vor. Ja, also wir haben so eine Näherung gefunden mit dieser einfachen Idee, die wir vorhin hatten, nämlich einfach immer praktisch grafisch die Tangente verfolgen. Die korrekte Lösung liegt ein bisschen höher, aber so schlecht sind wir vielleicht gar nicht. Und das nächste, auf das man kommen würde, ist, naja, also vielleicht war es keine gute Idee, hier nur 5 Punkte einzuzeichnen. Vielleicht muss ich einfach nur viel mehr Punkte nehmen. Ja? Und warum nehmen wir nicht einfach 100 Punkte? Da wir es ja als Programm haben, ist es mir egal, wie auffällig das ist. Ich muss es nicht von Hand und zu Fuß ausrechnen. Okay, das sind natürlich jetzt in diesem Fall eine ganze Menge Werte. Das H ist deutlich kleiner geworden jetzt natürlich. Ne? Und auch das machen wir hier. Also jetzt lassen wir das, die zugehörigen Y-Näherungen ausrechnen. Und unsere Idee wäre, das Ganze müsste jetzt viel, viel genauer geworden sein. Also, schauen wir uns das nochmal an. So, ich lasse das offen. Und denken Sie dran, ich muss immer aktivieren. Ne? Das heißt also, ich muss das hier vorne laufen lassen. Reicht nicht, das einfach nur hinzuschreiben. Ich muss das laufen lassen, damit es ausgeführt wird. Ja, und jetzt sehen Sie tatsächlich, das ist gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Ja? Und das habe ich vorhin bei den anderen Sachen, glaube ich, vergessen. Das macht Sinn, sowas von Zeit zu Zeit mal abzuspeichern. Ja? Okay, wunderbar. Das heißt also, das hat tatsächlich funktioniert, diese einfache Idee, zumindest mal für dieses Beispiel. Wir haben wirklich eine Näherung für die exakte Lösung gefunden und brauchten dabei diese analytische Lösung überhaupt nicht. Ja. Idee nochmal, wir nehmen die Differentialgleichung, um ausgehend vom Anfangswert immer die Tangente zu konstruieren, ein bisschen weiter zu gehen, an diesem Punkt die neue Tangente zu konstruieren, wieder ein bisschen weiter zu gehen und so weiter. Okay, ja, das ist gar nicht schlecht und man wird vermuten, naja, also wenn das tatsächlich nicht schlecht ist und so einfach ist, dann hat es vermutlich einen vernünftigen Namen und das wollen wir hier jetzt auch einmal notieren zumindest. Und zwar dieses Verfahren. Heißt Euler-Verfahren. Ein bisschen langsam, aber es tut's. Okay, gut. Das heißt, das ist das Euler-Verfahren und das wird das einfachste Verfahren sein, von dem wir am Ende der Vorlesung oder gegen Mitte der Vorlesung tatsächlich beweisen werden, dass es konvergiert und dass es tatsächlich vernünftige Ergebnisse liefert. Bis jetzt ist das alles nur eine Vermutung und soll Ihnen erstmal eine Idee geben, wie man numerisch solche Sachen lösen könnte. Und wir werden das im nächsten Video nutzen, um tatsächlich unser Federbeispiel, also unser Fahrerkabinenbeispiel zu lösen.